Hallöchen und zurück hier bei unserem Häuschen. Es regnet mal nicht und es ist auch nicht nachts, also es ist unglaublich. Es ist mein Glückstag heute. Und wir wollen natürlich auch was schaffen, deswegen labere ich nicht lang rum. Der Imperator hat da drüben sein Häuschen da fertig gemacht. Fehlt noch ein paar Feinheiten, aber das kriegt er wie gewohnt hin. Da zweifle ich nicht. Zwei, drei. So, da müssen wir jetzt mal ein bisschen zackiger werden hier. Sonst sitzen wir da noch dran. Ah, das ist das letzte Haus, was hier fertig gebaut wird. Oh, 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 was los? Hast gesoffen? Oh Gott. Leute, ich habe euch betrogen. Ich habe wahrscheinlich noch Game Mode an von meiner Videoaufnahme. So. Es ist alles wieder normal. Ich muss mal auch wieder die Rechte wegnehmen. Also ich baue wirklich alles dabei, ich lasse mich da gar nicht verleiten. Es bringt nämlich auch überhaupt gar keinen Spaß, sich das jetzt irgendwie zu cheaten oder so. Ganz ehrlich jetzt. Da stehe ich mit meinem Namen für. Ach, und den kennt ihr nicht. Übrigens noch nebenbei zu meinem Kanal Schule LP. Schule, ich komme von meinem Nachnamen und so Schule nennen mich auch ein paar Freunde, so ein Spitzname, Pseudonym-Dings. Also nicht, ne, wieso Schule denn? Was hat denn eine Schule damit zu tun? Nein, Schule LP. Es kommt einfach von meinem Namen. Lol. Sah so ungleich aus, oder? Hier fehlt noch einer. So. Und jetzt? Ja. Jetzt muss wieder ein Querbalken rüber. Ja, haben wir denn noch Holz? Ja, ein bisschen nicht. Ich hoffe, wir kommen damit einmal rum, sonst haben wir Problems. Naja, wenigstens das klappt. Die werden hier nicht über Kopf gesetzt. Oh, natürlich. Wenn ich das sage, passiert das. Hunger hat mein Mensch hier auch schon wieder. Rotten Flash. Das schmeckt, glaube ich, nicht so gut. Das lassen wir mal lieber. Nicht, dass hier unser Freund noch Vergiftung bekommt. Oh, das ist auch scheiße. Ich habe auch keinen Bock, jetzt wieder so einen komischen Dirtring hier rumzubauen. Das ist echt der Nachteil so Survival, wenn man so große Gebäude baut, ne? Da muss man natürlich sich was einfallen lassen. Wo wir natürlich mit Gerüst wahrscheinlich schneller dran wären. Aber wisst ihr was, Leute? Ich baue jetzt ein Gerüst, dann kann ich das andere gleich abbauen. Halt. Ah, naja. Weil da muss ich nicht mehr ran. Nicht mehr unbedingt. Also. Da muss ich mir sonst noch was einfallen lassen, wie ich da so wieder hochkomme. Na toll. Toll! Souverän und schnell hackt er hier das Dirt. Komm, schneller. Schneller, du scheiß Spitzhacke. Schaufel. Schaufel! Zu. Die Diamantenschaufel der Schnelligkeit. Los. Lass die Abonnenten nicht warten mit langweiligen Dirt-Abgebauer. Gib Gas. Ist ja nun auch echt nicht sehenswert, ne? Ihr wollt ja schließlich sehen, was aus dem Haus wird. Ja, so. Weil ein bisschen Dirt brauche ich gleich. Ey, ich muss erstmal was essen. Ich krieg schon wieder die Krise hier.
Der Typ kann nicht mehr laufen, das hasse ich. Wenn ich nicht laufen kann, dann drehe ich durch. Mann, kannst du nicht schneller gehen oder was ist los, ey? Steak. Kannst du Steak? So, hau rein. Eins. Zwei. Damit du satt wirst. So logisch ist es schon. So, zwei bis drei Steaks essen, ne? Ach hier, der Imperator hat hier schon ein bisschen Füllmaterial reingebaut. Gucken, was er hier sonst noch vorhat. Aber nein, zurück zu unserem Haus. Ich schweife schon wieder ab. Guck mal, sieht das schon schön aus. Es nimmt Form an. Sag ich euch. Ein wunderschönes Haus. So wunderschön, dass ihr geblendet werdet von seiner Schönheit. So. Wie baue ich denn jetzt das Gerüst? Ja, so, ne? Das hat mir in der letzten Folge schon. Da gehen immer so 5 Minuten drauf, diesen scheiß Dirtkreis rumzubauen. Und es wird nachts. Alles Schöne kommt auf einmal. Jetzt wird nur noch ein Creeper, der sich hier so Special Forces mäßig vom Dach abseilt und mich hinterrücks ermordet. Das wäre doch, oh, das wäre die Krönung. Kann ich selbst mit meinem Schwert Nemesis der Gliederfüßer nichts mehr ausrichten. So ein Schwachsinn. Verzaubert denn sein Schwert mit Nemesis der Gliederfüßer, also sowas dämliches. Mann. Kann man diese Krypten eigentlich lesen im Verzauberungstisch? Das weiß ich gar nicht. Da müsste man diese behinderte Sprache mal lernen, damit man weiß, was man da verzaubert, ey. Manchmal ist ja Schrott dabei, ey. 30 XP aufgeopfert hier. Sein Leben lang hat man da die XP gefarmt und dann kommt da so ein Kack raus. Das ist ja auch nicht das Wahre, ne? So, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Dieser beschissene Dirt Ring ist gleich fertig. Ach, guck! Special Forces Einheiten. Oh, und ich habe keine Munition mehr. Na toll. Oh! Verpiss dich, du alte Fotze. Los, tschüss. Bam! Ich wollte gerade so einen Kick machen wie bei Dead Island, aber das ging ja gar nicht. So. So, Holz, komm. Abmarsch. Du bleibst hier, du Schwert, falls sie wieder kommen. Oh, ey, da fällt er hier runter, ey. Ihr wisst gar nicht, wie mich das manchmal aufregt. Wenn diese Scheiß... Das an, ey. Keine Konzentration mehr. Da bin ich ausgebraucht. Glaube, ich werde alt. Bin zu alt für das Geschäft hier. Vielleicht möchte jemand meinen Kanal hier übernehmen. Dann gehe ich in Ruhestand. Ja? Alter, ich könnte ja manchmal, könnte man hier ausflippen, ne? Das ist ja so ein... Das ist so ein ruhiges Spiel, ja. Das ist so mit Blumen und Sand und schöne Hügel und Wasser. Und dann kommt diese Scheiße hier. Guck dir das an. Der könnte da ausflippen, oder was? Ein 20-minütiges Video und ständig... Was ist hier diese Scheiße hier? Ich hab gleich keinen Bock mehr auf die Kacke hier.
Nee, Leute, da werde ich echt böse. Das kann ich nicht ab. Los jetzt hier. Hoffentlich reicht das Holz. Ey, da habe ich jetzt am wenigsten Bock drauf. Zwar brauchen wir nachher noch eine Menge fürs Dach, aber ich bin erstmal froh, wenn wir die zweite Etage nach 3 Videos mal endlich fertig gekriegt haben, ja. Ich meine, ein Video geht hier 20 Minuten. Wir sind hier eine Stunde bei, diese Kacke hier zu machen. Und da kriegt man schon Aggression. Da muss ich erstmal eine Runde irgendwie Battlefield spielen oder Arma oder Tetris, ja, um sich hier abzureagieren an dieser Scheiße. Obwohl, jetzt, wenn ich jetzt Battlefield spiele, da flippe ich noch mehr aus, glaube ich. Bin ja wenigstens noch nicht so schlimm, dass ich jetzt hier anfange, gleich meine Tastatur zu zertrümmern. Ja, weil hier ein Stück Holz freigesetzt, falsch gesetzt wurde. Also. Boy! Komm her, komm, 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 du dämliche Fresse, komm! Jo. Habt ihr gesehen, wie hässlich der war, Alter? Kann beim Ugly People Contest mitmachen. So, Leute. Ey. Diese Scheiße hier. Da bauen wir hier gleich mal eine Treppe hoch. Schon mal vorweg. Und dann sind wir ja schon wieder durch mit der ollen Folge hier. Da müssen wir jetzt wieder anfangen, die Wände reinzuziehen. Ja, mit den Fenstern da drin. Und dann haben wir praktisch die zweite fertig. Und ich werde mal außerhalb des Videos, weil das braucht ihr echt nicht sehen, werde ich hier den Fußboden reinziehen mit Planken. Ja, das braucht ihr euch immer irgendwie angucken. Also, das tue ich euch nicht an. Das Aufnehmen und das Bearbeiten von Videofilmen ist anstrengend genug. Da brauche ich nicht 15 Minuten lang aufnehmen, wie ich mit Holzplanken diesen schönen Fußboden hier ausfülle. Ja, ich zeige euch die interessanten Sachen. Hier, guckt mal, wie interessant das ist, hier so ein paar Cobblestone zu setzen. Also ich sehe schon, ihr seid hochauf begeistert hier. Guck mal, auch guck mal, wie spannend das ist. Da ist auf jeden Fall Abwechslung bei. Und ratet mal, was ich hier mache. Ja, genau, ich setze hier auch Cobblestone. Guck, Cobblestone. Und hier und da und hier und da auch noch. Und ich mache jetzt ein kleines Gewinnspiel. Ihr dürft raten, was ich hier mache. Ne? Also ich kann es auflösen. Hier kommt auch Cobblestone rein. Okay. Wisst ihr was? Ich mache die Cobblestone-Wände und den Fußboden fertig und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. So, Kinders, und wenn euch das alles gefällt und ihr weiter am Ball bleiben wollt, dann schaut doch mal auf meinem Kanal. Ich habe noch jede Menge andere Videos und ich würde mich super freuen, wenn ihr ein Abo für meine Videos abschließt. Alles kostenlos und so weiter, das kennt ihr ja. Und dann könnt ihr meine Videos weiter verfolgen. Das wird mich super belohnen für meine Arbeit, die ich hier mit euch mache. Danke.